Wir reagieren auf Brieffreundschaft mit dem Anwalt von ABK. Verlangt sie zu schlafen, Wunder. Ich fliege nach Katar, bis sie Ghost war. Safe aus Morgen kam, deportiert. Top. Was geht, Leute? Ich hab jetzt länger nichts mehr. Wieso trägst du eine Jacke zu Hause, Junge? Wir haben doch noch keinen Winter. Hochgeladen. Es liegt daran, dass im Hintergrund gerade ein bisschen viel los ist. Die einen privaten Gründe und noch so andere billige Gründe, die ich euch aber auf jeden Fall jetzt nicht ganz genau nennen werde, weil ich das gerade aus bestimmten Gründen nicht kann. Vielleicht kommt ja an Schale irgendwann mal der Tag, an dem die Wahrheit ans Licht kommt. Aber ich erzähle euch mal so ein bisschen. Es geht nämlich um Folgendes. Ich habe in letzter Zeit so, boah, lasst mich nicht lügen, ich glaube, ach. Soll ich euch mal was sagen? Das, was er sogar sagt mit im Hintergrund, ist jetzt nicht dahergelabert, ne? Also ist jetzt nicht dieses typische, oh, bei mir im Hintergrund gehen einige Sachen ab, sondern ist schon krass. 9 Briefe von Anwälten und Gerichte bekommen und sonst was. Weil ich YouTube-Videos mache, Mann, danke. Hallo, sieht etwa aus wie ein Kanal, wo ihr nicht kommentieren könnt, dass ihr denkt, dass wir hier auf YouTube Kids sind oder was? Die denken, ich bin so ein 14-jähriger Junge, den die jetzt damit irgendwie Angst machen können, wenn irgendwie ein Brief von, weiß ich nicht, Anwalt oder sonst was kommt. Ich meine ganz ehrlich, meine Mutter kann eh nicht lesen und schreiben, die weiß sowieso nicht, was da drin steht. Von daher, ob der Brief jetzt gelb, weiß oder sonst was ist, ich krieg eh keinen Schläger zu Hause. Das Einzige, was diese Leute mit diesen Briefen bewirken könnten, ist, dass mich das ein bisschen mehr verärgert. Ich muss mich hier wirklich ganz anders ausdrücken, als wäre ich gerade auf Twitch oder so. Ich werde euch jetzt nicht genau sagen, welche Personen mir da irgendwie Briefe geschickt haben oder sonst was. Wisst ihr, was das Krasseste ist? Meistens kommen so Sachen immer von den verheuchelsten und hinterhältigsten Personen überhaupt. Menschen. Das stimmt auf jeden Fall. Ich weiß, von wem er die Briefe bekommen hat, ne? Und ich kann zu diesen Personen einfach nur ganz klipp und klar sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Nein, jetzt mal ernsthaft. Das ist schon auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall unter anderem ekelhafte Aktionen bei, ne? Und die Briefe kommen jetzt nicht von unbekannten Personen, ne? Die Leute kennt man. Und es ist jetzt nicht das, was ihr denkt, so. Nicht die Person, an die ihr gerade denkt, aber die Person kennt man auf jeden Fall. Die meistens selber Dreck am Stecken haben, aber dann irgendwie versuchen wollen, euch zu ficken. Achtet mal darauf, die Leute, die euch in eurem Umfeld oft kritisieren, oft versuchen so runterzuziehen und so, sind meistens diejenigen, die selber richtig viel Scheiß am Stecken haben. Bestes Beispiel, ich hatte damals so einen Kollegen, der kam mit seiner Freundin so zu mir, alles war cool. Nein. Von unsympathisch hat er keinen Brief erhalten, wisst ihr? Der unsympathisch ist ein korrekter Typ. Meine Mutter hat Tee für uns gemacht, marokkanischen Minztee, beste Tee. Hör zu, die Geschichte kenne ich. Müsst ihr euch vorstellen, ne? Dieses Mädchen, ich sehe, dass Unge irgendwas gepostet hat und irgendein Mädchen schreibt da drunter, reagier bitte nicht auf das Video von ABK. In dem Video redet er total frauenverachtend oder sonst was, ne? Zu dem Zeitpunkt ging es nämlich um dieses Up-Red-Carina-Thema. Was ich so krass fand, ne? Ich guck mir so diesen Tweet an, ich sehe so, das ist ja das Mädchen, das bei mir zu Hause war, die mit meiner Mama kurz geredet hat, die Tee mit uns getrunken hat. Die schreibt jetzt auf Twitter, ich wäre angeblich frauenverachtend. Mädchen, du warst bei mir zu Hause, wir haben miteinander ganz normal geredet, du hast gesehen, wie ich mit meiner Mutter umgehe, wo bin ich frauenverachtend? Aber okay, kein Problem, auch wenn ich manchmal Schwanzbilder verschicke, juckt mich nicht. Wisst ihr, was ich dann... Ich sag euch jetzt mal was dazu, ne? Ich weiß ganz genau, wer die Person ist, ne? Wer dieses Mädchen ist und ich kann euch was dazu sagen. Und zwar, ich erinnere mich noch damals daran, da hat mir Halim erzählt, ja, gerade war eine junge Zuschauerin bei mir zu Hause, dies und das und alles, ne? Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten gehen. Jedenfalls war sie mit ihrem Freund zusammen bei ihm. Und er meinte, ey, aber die war voll korrekt und so, ne? Meinte ich, ich weiß nicht, Halim, ich glaube nicht. Meinte er, doch, die war unnormal korrekt und so. Meinte ich zu ihm, zeig mir mal bitte ein Bild, ne? Hat er mir ein Bild von diesem Mädchen gezeigt? Und ich so, Halim, das ist 100% eine Heuchlerin. Sie saß jetzt bei dir, ne? Aber ich schwöre, die mag dich nicht und die hasst dich. Der so, nein, Bruder, wir waren voll cool, wir haben ein paar Witze gemacht und alles. Die meinte, die feiert die Videos und so. Ich so, okay. Wenn du der Meinung bist, okay, ne? Ich hab ihn gewarnt. Und so krass fand, genau dieses Mädchen, die sich so darüber abgefuckt hat und alles dafür gegeben hat, dass Unge auf mein Video nicht reagiert. Was mich ja eh nicht juckt. Ausgerechnet dieses Mädchen, die das getwittert hat, ne? Ihr Freund, der nämlich damals auch bei mir war, hat mit mir damals um 5 Uhr morgens telefoniert. Dann sagt mir der Kollege, dass seine Freundin den angerufen hat und ihm immer damit gedroht hat, das Kind abzutreiben. Und das nur, weil sie wusste, dass sie damit den Kollegen von mir extrem verletzen würde, weil er halt das Kind auch wirklich haben wollte. Und dann will... Ey, guck mal, ich liebe diesen Jungen, ne? Also, der mit ihr ein Kind gemacht hat, wirklich. Das ist wirklich, der tut mir wirklich leid, weil ich mir in dem Moment denke, warum muss so ein guter Mensch, ne? Und wirklich ein guter Mensch, so richtig lieb, ne? Warum muss er unbedingt so eine Frau erwischen? So, und das tut mir leid, das tut mir wirklich leid.
wisst ihr, warum auch Halim dachte, dass das Mädchen korrekt ist? Also, was das Ganze bei ihm verstärkt hat, dass die voll cool drauf ist und so. Sie hat so dieses Erscheinungsbild von, wie nennt man das? So ein bisschen auf Hippie angelehnt. Wisst ihr, so Tattoo, bisschen anders, dieses etwas andere Aussehen und alles. Blaue Haare oder so, keine Ahnung. Und er dachte, nein, guck mal und so. Die ist selber so, dass sie cool drauf ist und alles. Und guck mal, was sie gemacht hat bei dem Jungen. Das hat mir wirklich leid getan. Ich habe das auch mitbekommen. Das ist echt eine Sache, die man nicht macht, ne? Also wenn ein Mann von sich aus sich bereit erklärt, nicht auf Penner-mäßig, sondern dieses Erscheinungsbild, sondern dieses so, ich schwimme gegen den Strom, so mäßig, ne? Auf jeden Fall ist ja auch egal. Wie kannst du, guck mal, in der heutigen Zeit ist es ja so, das war schon immer so, dass wenn ein Mann eine Frau schwängert, möchte er, dass sie abtreibt, ne? Also wir müssen nicht drum herum reden, wenn man nicht verheiratet ist und alles, wollen die meisten Männer abtreiben lassen. So. Er aber wollte unbedingt das Kind behalten von Anfang an. Und weil sie wusste, wie wichtig ihm das Ganze ist, hat sie ihm gedroht. Ich spring... Willst du sagen, dass ich asozial bin, frauenverachtend bin und sonst was? Und ich weiß ganz genau, dass die Person dieses Video sehen wird. Und auch damals ein Kollege von mir gesagt, Bruder, deine Freundin soll die Beine stillhalten. Wollt ihr mich gerade komplett verarschen, Alter? Dass ihr da ständig irgendwie meint, bei mir aufmucken zu müssen, obwohl ihr die schlimmsten Menschen seid. Was für verlogene, ekelhafte Menschen. Und die anderen Sachen, die ich da jetzt... Und darum geht's, Leute. Ich verstehe nicht. Guck mal, die Menschen sagen, ja, du kannst privat so reden, aber nicht auf YouTube. Ne? Ist ja schön und gut. Aber was ist denn für einen schlimmer, wenn jemand privat der größte Hund ist? Guck mal, wie oft habt ihr eine Person gefeiert oder fandet sie cool und dann habt ihr rausgefunden, dass sie privat so ein dreckiger oder hinterhältiger Mensch ist? So, dann bist du noch viel mehr am Ende enttäuscht. Deshalb verstehe ich diese Aussage nicht. Ja, du musst dich im Internet aber benehmen. R. Kelly hat auch coole Musik gemacht und kleine Kinder gefickt. Gut, dass er das nicht vor der Kamera gemacht hat. Gut, dass er das nicht erzählt hat, dass er auf Kinder steht. Ich noch im Hintergrund am Laufen habe, dazu sage ich aber gar nichts, weil am Ende noch mehr Papierkram, den ich da machen muss. Die versuchen im Internet, mich dazu zu bekommen, dass ich irgendwann in diesen Mainstream reinkomme. Mich dem Ganzen anpasse, indem ich keine politischen Meinungen mehr äußere, indem ich mich kritisch zu manchen Dingen nicht mehr äußere. Die sagen immer, ihr müsst alles objektiv betrachten. Und dann fange ich an, irgend so eine Impfung ein bisschen in Frage zu stellen und werde direkt als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Merkt ihr, wie krass indoktriniert die Menschen sind, Alter? Ich mache dann ein Video, wo ich auch objektiv bin und dann werde ich als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Ah, Mann, meine Mutter ist doch sogar geimpft. Einfach meine eigene Meinung gewesen. Wisst ihr, was YouTube auch gefickt hat? Diese ganze Reaction-Scheiße. Jeder nur noch am Reagieren. Das stimmt. Das stimmt. Die ganze Reaction-Scheiße hat YouTube wirklich gefickt. Das ist wirklich so. Ich mach's selber, ne? Aber, was willst du machen? Irgendwo musst du ja auch ein bisschen Geld verdienen. Aber Reaction hat YouTube Deutschland übertrieben auseinandergenommen. Es gibt überhaupt keinen Content mehr. Und wenn du Content machst, juckt es einfach keinen. Die Leute wollen einfach nur die ganze Zeit sehen, was du zu dem und dem sagst. Von so Leuten wie mir, aber am Ende, wenn denen was nicht passt, dann wollen die Leute wie mich ficken. Dazu kam, dass nur wenige Monate später das staatlich geförderte Institut für Medienpädagogik in einer Studie Folgendes über ihn berichtete. Sein Kanal eignet sich weder in Bezug auf sein persönliches Auftreten, noch in Bezug auf den respektlosen Umgang mit anderen YouTubern als Modell für Heranwachsende, da er in der Schwebe lässt, inwieweit seine rassistischen und sexistischen Äußerungen und schlechten Umgangsformen ironisch gemeint sind und wie er sich selbst zu rassistischen Handlungen positioniert. Besteht ein gewisses Risiko, dass Heranwachsende diese Normverletzungen als legitimes Mittel zur Herstellung von Aufmerksamkeit, wenn nicht gar als legitime Position verstehen. Auch sein provokanter und abwertender Umgang mit anderen Kanalinhabern kann nicht als positives Modell dienen. Guckt mal, ob diese Leute, die mich öffentlich beleidigt haben oder Lügen über mich verbreitet haben, ob die sich irgendwo in einem Video mal entschuldigt haben oder sonst was. Diese ganzen YouTuber, die entschuldigen sich nur, wenn der Shitstorm zu groß wird, wenn die zu viele Dislikes haben. Daran merkt man, dass die meisten von denen auch gar keine Reue im Herzen haben. Die entschuldigen sich nicht, weil die etwas wirklich bereuen. Die entschuldigen sich nur, weil ihre Community das möchte. Und deswegen habt ihr mich eigentlich auch noch nie vor der Kamera gesehen, dass ich sage, ey, tut mir leid, ich habe da und da einen Fehler gemacht. Weil nein. Wisst ihr, was ich auch ziemlich traurig finde? Ne? Oder was heißt traurig? Oder doch, es ist ein trauriger Moment. Ne? Und zwar jemand wie KuchenTV zum Beispiel. Der ist ja der Meinungsmacher und der krasseste YouTuber, der alles rausholt und jeden Tag 10 Skripte schreibt auf sein WordPad-Programm. Oder Microsoft Word oder wo auch immer. Ey,
die ganzen YouTuber, mit denen er sich da, oder von denen er denkt, sie sind gut mit ihm, die mögen den alle nicht. Ich weiß es. Ich habe Informationen, dass sie den nicht leiden können. Sie stellen sich nur gut mit ihm, weil er momentan eine gute Reichweite hat. Aber sobald diese Reichweite weg ist, ne, ist ja normal, bei YouTube gibt es immer ein Auf und Ab. Sobald diese Reichweite weg ist, wird jeder ihm den Rücken zuwenden. Und das ist einfach ein Fakt. Ich sage, ich habe private Informationen. Ich weiß es. Können ihn nicht leiden. Die hassen diesen Jungen. Sie stellen sich nur gut mit ihm, damit er nicht schlecht über sie berichtet. Ne? Und das finde ich sehr traurig. Ne? Wenn du eigentlich weißt, dass keiner dich mag, aber die Leute sich gut mit dir stellen, weil du ja so Meinungsmacher bist. Aber was sagt das über dich als Menschen aus? Weil mich vielleicht irgendwo ein paar Leute kritisieren, da sollen die ihre Jimbers behalten. Solange ich für meinen Teil mit meinem Gewissen im Reinen bin, Kommentare. Von mir Pädagogen und Staatsanwälte in die Kommentare. Na, hau rein, Alter. An die Leute, die jetzt denken, dass die mich damit runterbekommen, weil die irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Kindergarten im Hintergrund machen. Ich mach einfach weiter. Ich werde weiterhin hier versuchen, ein bisschen Kennex auf YouTube zu bringen, weil ich sag euch ganz, ganz ehrlich, Leute, Kennex-Content gibt's gar nicht mehr auf YouTube. Ich glaube, ich bin gefühlt der Einzige. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wenn ich das nicht so mache, wie ich es gerade mache, dass diese Schiene, dieses, ey, verkauf dich nicht, bleib real, dass das ausstirbt auf YouTube. Weil auf einmal tragen alle Krawatte und Hemd und alles ist nur noch politisch korrekt oder nicht korrekt. Natürlich ist nicht alles gut, was ich mache. Ich weiß es, beleidigen und so ist nicht cool. Manchmal ist es in meinem Körper so, in meinem Blut ist das so, auf meiner Zunge ist das so. Wenn ich so ein Wort sage, dann tut das meiner Seele gut. Dann ist das so. Und noch eine Sache. Er wurde auf eine Summe verklagt, ne? Das ist krank. Also wirklich, wir reden hier von Summen, die sind abnormal krank. Wirklich. Ne? Also, ich drücke es mal so aus. Das sind Summen, wo du deine Existenz wegschmeißen kannst. Oh, ich habe gerade ein Video gedreht. Weil wenn ich nicht so rede, dann ist für mich so, ich habe gerade einfach meinen Mund bewegt. Da kam kein Ton raus. Wenn ich so ein Wort sage, nicht, dass du denkst, ich benutze das in meinem Alltag immer. Oder ich rede von Existenz auslöschen, der sagt 4- oder 5-stellig, bitte. Okay, noch, oder? Ich bin gerade nicht mehr so aktiv auf YouTube. Bisschen lustvoll und kein Box. Sehe ich aber wiederum manchmal Nachrichten von Zuschauern, die sagen, ey, du hast mich voll motiviert, du unterhältst mich immer, du machst mir einen Solche Nachrichten habe ich noch nie bekommen. Was sagt das über mich aus? Schönen Tag, schon denke, boah, Walla. Aber wenn das wirklich ernst meint, dann süß, Wunder. Dann würde ich das Video hochladen. Einfach nur, weil da ein Placement drin ist, damit ich Geld mache. Ja, Leute, aber wisst ihr, wie ihr mich motivieren könnt, YouTube weiterzumachen? Über den vielleicht jetzt ersten Link in der Beschreibung mir einfach ein paar Euro spendet. Ey, ich hab mir überlegt letztens so, das wäre doch krass. Ich würde von jedem Zuschauer 1 Euro bekommen. Bruder, ich bin einfach Millionär. Ich hätte Kamera ausmachen können, ich hätte schlafen gehen können. Das habe ich mich auch ausgesorgt. Und lass mal so als Challenge probieren, ob wir schaffen, dass mir jeder 1 Euro gibt. Und ich sage schon am Ende auch wirklich... Der Arme. Also... Ich krieg ja gar nichts, ne? Er wird natürlich mehr bekommen, das ist ja klar. Aber ich glaube, die Summe, die er reinholen wird, wird circa... Warte, ich rufe ihn mal an. Er wird es mir sowieso nicht verraten wollen. Ich werde ihn mal anrufen und fragen, wie viel er bis jetzt bekommen hat. Ich glaube auch, ich würde Minus machen. Ja, hallo, Bruder? Yo, Halim, ich habe eine Frage an dich. Ich bin gerade live, ja, ne? Ja, okay, okay. Okay, ja, meine Mutter, deswegen. Sag an. Nee, ich wollte dich eigentlich nur kurz fragen, wie viel hast du bis jetzt auf Tippi-Stream bekommen? Bruder, ich will nicht spoilern. Das machen wir in einem Video, wo wir Gaming machen. Ja, okay. Aber warte, andere Frage. Aber 700 oder 800 Donations. 700 oder 800 Donations, okay. Ja, von Leuten, die mich beleidigt haben, du Bastard, hier hast du 1 Euro für dich und so. Dachte ich mal, okay, du Hurensohn, danke. Er meinte, egal, er hat dich Bastard genannt, hat den Euro gegeben, das ist korrekt. Küss trotzdem deine Stirn, sag Emmo zu dem. Ja, okay, dann weiß ich ungefähr, wie viel du bekommen hast. Ich lass dich mal in Ruhe, Bruder, alles klar. Ja, das war schon Mutter, ich schäme mich, weil jetzt hat diese 800 Donations gehört, Bruder, ihre Augen auf einmal, die kann Englisch, Bruder, das auch nicht warum. Nein, weißt du, was Donations heißt? Auf einmal gerade, die hat Englisch gelernt, Bruder, die guckt mich an, die sagt, die guckt Donations, ihre Augen leuchten, Bruder, das ist Pan, oder scheiß, weil das kommt, Bruder. Bitmo sitzt sogar neben mir, Bruder, der lacht, wir beide lachen mich an, ich fühle mich gerade gar nicht gut, Bruder, runter. Ey, das ist echt nicht gut, Bruder. Das ist doch der Typ, der Werbung für Snickers und Mars macht, oder? Ja, diese Werbefigur von Snickers, Mars und Twix. aber besser als die Kinderüberraschung Werbung machen, weil ich meine, Snickers ist besser. Bruder, ja. Falls ich nicht mal dran gehe, dann weiß ich, ich bin Millionär geworden. Ciao. Ciao. Okay, er hat 700 bis 800 Donations bekommen. Ich schätze, er hat ungefähr so 2500 Euro, sag ich, sind es bis jetzt.
wie viel Spenden ich von euch bekommen habe. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich brauche diese Geld gerade im Hintergrund. Ich glaube, da sind ein paar Sachen, die kommen auf mich zu. Ich kann jetzt nichts sagen, aber wenn verkackt ist. Deswegen, erster Link in der Beschreibung, wer supporten, wer spenden. Ihr wisst, weißt du, ich bin radikal, ich bin ehrlich. Nein, weißt du, warum ich 2500 Euro sage? Weil ich denke mir, 700 bis 800 Donations, wenn ich jetzt mein Twitch nehme, ne, so, was ich ein Jahr lang als Donation bekommen habe, oder wie viele Donations es sind in einem Jahr, dann muss ich dieses Fenster hier aufmachen und rausspringen. Und ich glaube, ich bin noch nicht so weit rauszuspringen. Wenn ich sterbe, dann bei einem Squid Game. Gibt einfach Geld, spende Brille, wenn ihr Bock habt. Ich habe sogar noch Kontakt zu den Leuten, wo ich noch so aussah. So, wo ich noch zweite Klasse war. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht, ob dieses Video Hand und Fuß hat, aber ist ja egal. Wir wollen ja nichts gegen Behinderte sagen, deswegen einfach jetzt mal so drauf losgeredet. Also ich kenne Leute, die haben Hand und Fuß und können trotzdem nicht gehen. Aber das sind so ein paar Sachen, wo ich gerade einfach darüber reden wollte. Scheiß drauf. So, gutes Video.